Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich zu meinem HTML5 Lehrgang für Einsteiger. Wir sind jetzt bei der 20. Lektion angekommen. Es geht darum, wie kann man möglichst effizient und möglichst einfach den HTML und oder CSS Quelltext überprüfen, validieren. Das heißt, wie kann man auf Fehler draufkommen? Und an dieser Stelle mein Hinweis, unter www.html5.vlern.at kannst du das, was wir jetzt da besprechen, was ich dir jetzt zeige, noch einmal nachlesen. Und wir wissen ja, wenn wir programmieren, kann es sehr leicht vorkommen, dass man Fehler begeht. Das wird ja schon vorgekommen sein. Und es gibt aber sehr praktische Hilfsmittel, wie man eben diesen HTML und CSS-Quelltext sich überprüfen lassen kann. Damit das aber funktioniert, dass wir diese Hilfsmittel, diese Programme auch verwenden können, muss auch dem Programm, das diese Webseiten überprüft, auch mitteilen, worum es sich handelt. Also wenn du jemanden, einen guten Programmierer, Programmierer hast und sagst, na, schau mal das bitte mal an, ich habe irgendeinen Fehler, dann wirst du demjenigen nicht so viel mitteilen müssen. Du wirst ihm trotzdem allen mitteilen müssen, dass du den HTML programmierst und nicht den PHP zum Beispiel. Obwohl, das müsste wahrscheinlich von selber sein, das könnte dir wahrscheinlich nicht helfen. Aber sei es drum, wenn du eine Software verwendest, dann muss man hier zum Beispiel bei HTML den Doctype bekannt geben. Und wenn du diesen Doctype hier angibst, weiß das Programm, dass deine Website überprüft, zum Beispiel, dass es sich um HTML handelt. Hier zum Beispiel wird dann klar festgelegt, dass es sich um den Zeichensatz UTF-8 handelt. Und in der Art und Weise teilst du eben dann dem Programm, das eben deine Seiten überprüft, mit, um was für Art von Dokument es sich handelt, dass du eben HTML5 programmierst. Und da gibt es eben, grob gesagt, einmal viele Möglichkeiten, aber ich möchte jetzt hier drei Möglichkeiten einmal darstellen. Und hier gibt es eben dann die Online-Validierung bei W3C, das ist diese Organisation, die eben dann dieses HTML5-Standard eben festlegt, also sagt, was gehört zu HTML5 und wie muss es eine HTML-Seite eben geschrieben werden. Und dann gibt es eben auch noch eine Firefox-Erweiterung, den sogenannten HTML-Validator, den wollen wir miteinander installieren und dann auch einmal verwenden. Und dann gibt es auch die Validierung im Skript, im Editor-Skriptli selber, die ich als besonders gelungen erachte. Wenn wir jetzt hier bei W3C mal schauen, gibt es eben dann Online-Lösungen, bei denen man eben dann online, das heißt im Internet, dann eine Seite sich anschauen kann, überprüfen kann, wenn ich sie hergehe. Die Seite aufrufe, gibt es drei Möglichkeiten eben, die man hier eine Internetadresse zum Beispiel eingibt, die man hier eine Datei selber hinaufladet oder indem man hier den Code, den man da produziert hat, selber zum Beispiel eingibt. Also sehr einfach, du ladest also deine eigene HTML-Datei rauf und du kriegst eine Rückmeldung. Probieren wir das hier mit dem Direct-Input und ich verwende dazu hier unten ein Listing, das ich in der Aufgabenstellung hinterlegt habe. Und da soll man dann eben Fehler suchen. Ich markiere das jetzt hier, gehe hier herein, füge es jetzt hier herein, klicke mal auf Check. Und dann werden mir gleich einige Fehler dann angezeigt. Die Fehler werden dann hier herunten dann zum Beispiel an Using Direct Input Type Encoding Assumed, ja, wird dann zum Beispiel vermutet. Und hier kriegt man dann die genaueren Hinweise, also Line, Titel, Element Head is missing a required instance of child element. Das heißt, hier irgendwo in der Zeile 4 dürfte irgendwas mit Title nicht funktionieren. Und tatsächlich, ja, ist es nicht vollendet. Ich merke schon, dass ich hier jetzt dann den Title Tag hier mal schließen müsste, weil hier eben das Beginner fehlt. Ich könnte das Ganze jetzt dann nochmal revalidate. Schauen herunter und sehe dann, dass das nicht mehr da ist, aber jetzt in Line 3. Element Head is missing a required instance of child element title. Das heißt, ein weiteres Element bei Head fehlt. Gehe ich da hin. Ah, das hier passt also. Irgendwas bei Head passt nicht und da habe ich vergessen, hier diesen kleinen Zeichen zu setzen. Mach nochmal revalidate. Und auf einmal habe ich nur noch 5 Fehler angezeigt. Ja, weil ein Fehler gibt sich unter Umständen aus dem anderen. Und sehe dann hier zum Beispiel, dass ich hier, ja, das könnte ich hier umbrechen. Mache ich es noch einmal. Es wird keine Fehler verringern vermutlich. Gehe dann hier rein.
In Attribute Name, probably cause missing immediately before. Das heißt, dass irgendwas, was davor ist, unmittelbar davor ist, Line 12, Column 1, also Zeile 12 und erste Spalte. Ja, da müsste man dann wissen, was die Spalte ist, aber es war irgendwas, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, war das mit Body, und da steht dann, ja, unmittelbar davor, irgendwas mit Body, und habe dann ein Glück, dass hier nämlich dann das Y ist und alles vergessen wurde, gehe ich auf Full Validate. Und auf einmal habe ich gar keine Fehler mehr, nur noch zwei Warnungen, die könnte ich mir dann hier anschauen. Das ist aber in dem Fall nicht mehr von Bedeutung, das dürfte jetzt mein Dokument passen. So kann ich das dann wirklich abarbeiten und das Ganze dann durchgehen. Also es wäre die Möglichkeit, das Ganze eben online zu machen. Und dasselbe kann ich auch mit CSS-Dateien dann machen. Eine andere Möglichkeit ist hier der HTML-Validator. Und hier kann ich dann mit dem HTML-Validator ebenfalls dann Seiten überprüfen. Also ich könnte jetzt zum Beispiel hergehen und öffne mir mal eine bestimmte, oder ich lade mal erst den Editor, die Erweiterung herunter. Gehe jetzt auf hier Firefox, gehe auf Add-ons. Da gibt es Add-on-Suche und da gebe ich dann hier heroben ein, den Suchbegriff, hoffentlich zeigt er mir dann noch was an. HTML-Validator. Da konnte er nichts finden, dann gehe ich auf Erweiterung, es wird wahrscheinlich eh. Jetzt gehen wir da heraus. Hat aber nichts gefunden, da auch nicht. Dann gehe ich ins Internet, gebe hier Firefox HTML-Validator ein. Dann interessanterweise zeigt er mir es an, hier HTML Validator. Springen wir mal dahin und dann zeigt er mir an, was das alles, dieses Plugin bewirken könnte. Ich klicke zu Firefox hinzufügen und er ladet es jetzt herunter. Ich würde mich dann auffordern und fragen, ob ich es jetzt wirklich installieren möchte. Ich muss jetzt den Firefox neu starten, damit dann auch das wirklich funktioniert. Meine Virensoftware überprüft jetzt, ob das die Software in Ordnung ist. Man kann es eine Zeit lang dauern, bis die neu installiert wurde. Das habe ich jetzt. Und hier wird mal dieses Startfenster eingeblendet. Wie ich das Ganze überprüfen möchte, gibt es eben einen bestimmten Algorithmus, eine bestimmte Art und Weise es zu überprüfen, zwei letztlich sogar. Und hier kann ich zum Beispiel auch angeben, dass man es nacheinander macht. Also zuerst den Tidy und dann den Parser. Ich nehme jetzt, weil ich auf Doppel gehen will, gleich beide nacheinander und habe das jetzt hier so schön eingeblendet. Das ist hier diese Seite. Und jetzt kommt das Entscheidende, ich möchte damit eine Seite dann auch überprüfen. Ich gehe wieder zurück zu meiner Webseite und es wieder hereinladen und möchte zum Beispiel schauen, ob die passt. Geht hierher. Ich habe jetzt hier viel Fehler eingebaut, klicke jetzt mit Doppelklick drauf, gehe in den Frame hinein, lass mir das anzeigen. Und er zeigt mir hier zum Beispiel an, in der Zeile 105, dass es hier einen Fehler gibt, weil hier doppelt Duplicate Attribute Style, weil es hier dann doppelt eingefügt ist und da sehe ich schon tatsächlich, dass mir hier ein Fehler unterlaufen ist. Es kommt nämlich hier zweimal Style vor, Style, Border und so weiter. Und in der Regel, wenn man das ordentlich macht, sollte man hier alle Styles innerhalb einer Style-Anwendung hineinfügen. Sie sollte es hier nehmen. Ja, hier kann ich es jetzt nicht verändern, sondern mehr Quelltext. Und dann füge ich sie ein. Und somit kann man in einer sehr bequemen Art und Weise den Quelltext der Seite dann eben genauer betrachten. Also ganz eine praktische Möglichkeit, aus dem Firefox heraus das Ganze dann zu machen. Das funktioniert natürlich auch, wenn ich hier eine HTML-Seite hier dann in Firefox öffne, dann funktioniert das genauso gut. Wir können das jetzt zum Beispiel hier probieren. Wo war das jetzt? Ich habe hier unten erst eine Seite gemacht. Ich wähle mir die jetzt hier aus. Gehe in den Skriptli hinein. Mache eine neue Datei. Speichere die da herein. Wähle hier als Dateityp wieder UTF-8. Speichere das Ganze. Speichern unter und nehme das Ganze jetzt Error, nicht Text, sondern HTML.
HTML. Das ist also genau dieselbe Seite, die wir vorhin online überprüft haben. Habe sie jetzt hier und öffne sie jetzt mit dem Firefox. Ausführen oder öffnen. Habe die jetzt hier, sieht man da was Komisches angezeigt. Gehe jetzt hierher und möchte das Ganze hier gecheckt haben. Und er zeigt mir hier schon an, dass es eine Reihe von Fehlern gibt. Da steht eben wiederum: Element head is missing, a required instance of child. Das heißt, irgendwas mit head ist zu tun. Gehe ich wieder hierher, sehe, dass es so und so weiter ist und so weiter und so fort. Und hier habe ich eben einige dieser Hinweise, die ich dann eben beachten müsste. Ja. Hier komme ich zum Beispiel drauf, dass hier zum Beispiel UTF fehlt. Da müsste ich UTF hinschreiben, 8 und ja. Das ist eine ganz tolle Möglichkeit. Und die nächste tolle Möglichkeit, die wir haben, um Seiten zu überprüfen, ist nämlich direkt im Editor-Skript selber. Und dazu verwendet man dann hier dieses Informationenfenster. Ich gehe hinein, wir haben jetzt hier diese Seite schon. Und da muss dieses Informationenfenster eingeblendet sein. Wenn das nicht eingeblendet ist, kann man sich das dann wieder einblenden über Optionen Fenster Information. Das hier eingeblendet, und wenn man hier dann auf Check geht und wichtig hier HTML einstellt, bekommt man hier dann, ohne dass man im Internet sein muss oder irgendwas eingeben muss, bekommt man hier dann Fehlermeldungen eingeblendet und sieht dann auch hier gleich, welche Zeile zum Beispiel betroffen ist. Man klickt dann drauf und sieht dann auch, welche Zeilen da betroffen sind. Man kann dann gleich hierher gehen, aha, da könnte was nicht passen. So weit passt es jetzt, dann aktualisieren wir das Ganze, also speichert und aktualisiert. Irgendwas passt immer noch nicht. Ah, da haben wir das. Dann müssen wir hier dann schauen, zum Beispiel, wenn wir hier weiter hineinschauen, zum Beispiel ist irgendwas in der vierten Zeile. Aha, unerwartet, das heißt, ah, da fehlt ja was. So weit muss man sich dann auskennen. Fügt es dann hier ein, speichert es dann wiederum und aktualisiert es, und die Fehlermeldungen werden dementsprechend wenige in der Zelle 9. Was haben wir hier? Bot missing for end. Der Bot kenne ich gar nicht, das gibt es gar nicht. Also muss da irgendwas hier nicht passen. Ich bessere das jetzt hier so nicht. Ich bessere das hier mal mit einem Y-Body aus. Speicher, aktualisiere und habe dann hier zum Beispiel diese Sache dann beendet. Alles fällt ihm leider dann auch nicht auf, weil hier zum Beispiel müsste man hier eingeben UTF. Das heißt, ein selber aufmerksames Drüberschauen bleibt einem da nicht erspart. Du hast jetzt hier also mehrere Möglichkeiten kennengelernt, um solche Validierung und solche Fehlerkontrollen durchzuführen. Ich würde dir empfehlen, dass du das wirklich hier die Aufgabenstellung unten durcharbeitest, um dann selber ein Gefühl dafür zu bekommen, woran es liegen könnte. Und diese Validierungen helfen einem einfach dann eher sperrungsmäßig zu schauen, okay, wo könnte ungefähr der Fehler sein? Kenne ich diesen Befehl, der da plötzlich steht? Müsste ich was verändern? Und wenn du nicht sicher bist, kannst du manche Zeilen dann zum Beispiel auch auskommentieren, indem du einen Kommentar setzt und diese Zeilen damit dann etwas und diese Zeilen dann unwirksam macht. Das haben wir ja schon besprochen im Kapitel mit den Kommentaren.